Und damit heiße ich herzlich willkommen zurück zu Two Point Hospital. 2-Stern-Hospital wurde erreicht. You continue to successfully monitor the portal through which most illnesses enter the county. The people they reside within are people of leisure and do like a spectacle, so remember to put on a show. Continue working in hospitality for more rewards or go elsewhere and expand your organization. Wir bleiben logischerweise hier, denn wir haben noch eine weitere Aufgabe vor uns. 4 Millionen an Hospitalwert erreichen. Wir sind bei 3,2, das sollte also machbar sein. Hospital Attractiveness, das bedeutet also im Endeffekt auf 80 bringen, bedeutet im Endeffekt, dass wir überall nur mehr Zeug noch hinstellen müssen. Reputation von 99 geht eigentlich kaum besser. Und dann aber eine Cure Rate von 90%. Ja, das ist, denke ich, das größte Problem, denn im Endeffekt habe ich jetzt hier nochmal eine weitere Stunde investieren müssen, nur um diese Sache zu erreichen. Und es war wirklich für doch eine ganz, ganz lange Zeit auf ungefähr 70%. Man hat immer gesehen, oh, 70%, 65%, weil jemand draufgegangen ist. Oh, jemand wurde geheilt. Oh, jemand ist wieder draufgegangen. Und das war dann dementsprechend schon ein wenig nervig. So, in der Zwischenzeit hatte ich ein paar Sachen gemacht gehabt. Und zwar, wir hatten hier ein ernsthaftes Problem, weil einfach zu viele Leute dorthin wollten. Dementsprechend habe ich die beiden hier rüber geworfen und hier eine weitere Kopie hingeworfen gehabt. Ebenfalls hatte ich angefangen gehabt, die hier zu upgraden. Das finde ich lustig, dass da einfach ein weiterer Scream oben drauf gesetzt worden ist. Die sind auf 3, die sind auf 3. Das heißt, den kann ich definitiv wieder aufmachen. Der ist soweit richtig wieder dabei und da wird auch gerade repariert, das ist in Ordnung. Jetzt will ich nämlich gucken, wie, ja genau, die hier sollten wir dann ebenfalls jetzt mal in Anspruch nehmen. Damit wir da grundlegend mit gut dabei sind. Ebenfalls muss ich so ein bisschen drauf achten. Wir haben nämlich hier so ein paar Leute zu viel, die warten. Und das große Problem ist, dass ich einen Fehler meines Erachtens mache. Und zwar, wir haben so ein bisschen realisiert, es kommen sehr viele Leute hier hin, die wir aktuell nicht behandeln können. Na genau, dich kann ich zum Beispiel schon wegschicken. Aber das große Problem ist, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt die Leute ja schon frühzeitig zum Arzt schicken kann. Das heißt also, gerade sowas wie, jetzt haben wir hier leider gerade keinen, aber im Endeffekt jemand, der unter Cubism leidet, den kann man da meistens hinschicken. Leute, die zum Beispiel unter dieser Emperor's Clothing-Sache leiden, also die Nackedice, die kann man meistens auch schon relativ zeitnah hinschicken. Jedoch meines Erachtens aus irgendeinem Grund nicht die Leute, die wirklich hier unter Problemen leiden, denn ich habe beobachten dürfen, dass deren Chance, geheilt zu werden, extremst niedrig ist. Und dementsprechend, ich hatte da einige hingeschickt, weil ich gesehen hatte, wirklich, hier waren super viele Leute, hier haben sich überall die Leute gestapelt gefühlt. Und dann habe ich die da hingeschickt und durfte feststellen, dass die dann halt eine 30% Chance maximal hatten, wohingegen bei den anderen beiden Krankheiten, die ich genannt hatte, da war es der Fall, wo die immer sagten, oh, 50-99%. Und ich glaube, das ist so häufig der Wert, den man bekommen kann. Was für mich natürlich bedeutet, wir sollten vielleicht aktuell zumindest nicht hier die ganzen Leute frühzeitig zum Fracture Watch schicken, um vorher vielleicht die Leute besser auszubilden. Ebenfalls, genau, wir haben hier Emperor's Complex als Emergency. Das heißt, da müssen wir auch nochmal gucken, aber interessanterweise, wenn man sich das hier schnell anguckt, wir haben 2 von 3 Leuten bereits auf Level 2. Also da müssen wir in der Zukunft weiter aufpassen. So, Ward Management auf 2. Wir hätten jemand mit 130er Speed. Ich meine aber, wir müssen eh gucken, denn wir haben jetzt 2 Bereiche. Und hier arbeiten, glaube ich, gerade in beiden Situationen jeweils eigentlich einer mehr, was jedoch aktuell einfach nicht der Fall ist. Und so dementsprechend, da haben wir jetzt nochmal einen weiteren. Ebenfalls müssen wir gucken, ob wir nicht irgendwann anfangen, Leute mit Megascan uns zu krallen, damit wir auch dort überlegen können, weiter auszubauen. Denn wir wissen, wir müssen das machen, beziehungsweise was ich miterlebt habe, dass die Leute wirklich unser Krankenhaus verlassen haben, weil sie nicht genug Möglichkeiten hatten, durchsucht zu werden. Das ist natürlich ein bisschen bösartig. Apropos bösartig, wir müssen uns auf eine Sache ganz kurz noch leider stürzen. Das wird ein bisschen dauern. Und zwar, ich habe logischerweise ein paar Leute hier einstellen dürfen und war dann natürlich dann so faul und habe denen erstmal keinen Namen vergeben. Ich hoffe, ich habe in der Liste den richtigen Punkt gefunden, wo ich aufgehört habe. Ansonsten hatte jemand die Ehre,
Bild vorzukommen. So, dann haben wir es hier an denen. Dann gucken wir mal ganz kurz. Hier haben wir noch jemanden neu bekommen. Wir dürfen bei dem einen nicht vergessen, dass wir dem noch richtig einstellen müssen, wo er arbeiten soll. Release Word, Vladimir Bottom. So, da, wenn wir jetzt hier sind, machen wir das auch ganz kurz. Und zwar, der soll erstmal nur im Ward arbeiten. Also, im Fracture Ward geht auch in Ordnung, logischerweise. So, und dann haben wir noch diese Person. Ich glaube, dann war es das auch schon fast. Genau. Gut. Also, ich habe noch eine Person auf der Liste. Und dann werden wir wieder improvisieren. Auf jeden Fall wichtig muss sein, dass wir gucken, dass wir den letzten für diese eine Sache noch bekommen. Wichtig ist, dass wir meines Erachtens jetzt einen hier krallen, der das Ganze auf Level 2 bekommt. Und dann würde ich sagen, dann nehmen wir auch ruhig einen, der hier jetzt hier von den besseren bereits ist. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht so nach und nach trotzdem noch mal ein paar reinschmeißen. Yes. Und ich denke, wir machen jetzt wirklich hier 5 draus. Und bleiben wieder bei der Idee, dass wir nicht immer das Doppelte gehen, sondern ungefähr 150%. Irgendwas in dem Dreh. So, noch hier nochmal ganz schnell. Noch da wäre es schön, Presets zu haben. Gut. Wir müssen gucken, dass wir Attractiveness nach oben treiben. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe noch keine Ahnung, wie wir das ernsthaft machen. Denn das Problem ist natürlich, man hat zwar klar hier diese ganzen Gebäude, oder die Wände müsste man eher sagen. Wie sieht's aus? Ah, schade. Das ist auch zum Beispiel interessant, was mir aufgefallen ist. Leute bleiben bei Weitem nicht so lange im Krankenhaus. Dann frage ich mich, ob da auch nochmal was geändert worden ist. So, ebenfalls müssen wir gucken, dass wir vielleicht irgendwann anfangen, auch für die ganzen Krankheiten, die wir bisher ignoriert haben, was zu bieten. Weil wenn wir nämlich dann auch noch das X-Ray Lab haben, dann sollten wir, das könnten wir eigentlich überlegen, hier hinzusetzen. Den Platz, so gut es geht, ausnutzen, ist eine clevere Idee. Und wir haben vor allem auch genug Geld. So, DNA Lab. 3x4. Das ist leider so ein bisschen doof. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, dass mir das wiederum, wo es ist. So, ich würde ganz gerne dann auch die Tür vielleicht wirklich hier oben hin bewegen. So, die Person da, wo die Füße sind, als Symbol, genau. Dann stellen wir einen von denen hier hinten irgendwie hin, zwar am besten einfach hier in die Ecke. Und einen so. Okay, die Idee sollte ganz klar sein, dass wir das Ding sofort upgraden, damit wir nicht das gleiche Problem haben wie beim letzten Mal, wo man gefühlt einfach nur Leute umminietet hat, links und rechts. So, der Chair. Ja, da kann ich nicht hinstellen, genau, weil sonst würde man nicht an das, an die Blumen kommen. Das geht ja nicht in Ordnung. So, und wir gehen natürlich dann auch gleich wieder hin. Der Raum selber hat, glaube ich, keine interessanten Extrasachen. Nope. Und schmieren das Ding mit den Dingern hier zu. Das Ding mit den Dingern, genau. Den Raum mit den Bildern voll. Okay, und dann ist natürlich das Wichtige, dass wir von nun an jetzt auch gucken, dass wir Leute dann mit dieser X-Ray, nicht X-Ray, sondern mit der DNA-Lab-Qualifikation aufsammeln. Meine große Frage ist natürlich immer noch dann auch hier. Ja genau, man könnte das einstellen, weil es beides möglich ist. Aber ich wüsste gar nicht, wie clever das ist, das eine oder das andere zu haben als extra. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und dann gucken wir mal, haben wir vielleicht schon einen von denen? Nope. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich auch keinen von denen ernsthaft so haben möchte. Ich möchte eigentlich auch nicht jemanden extra einstellen. Also ich denke, hier werden wir mal ganz kurz wirklich das geschlossen halten, damit keiner sich da irgendwie hinsetzt, um zu denken, er könnte dorthin. Ich muss überlegen, ob man hier irgendwas hinsetzt. Also diese ganzen Ecken, wo man... Wir müssen auch überlegen, meines Erachtens mehr GPs anzubieten. Ist auf jeden Fall kein Platz mehr hier. Dementsprechend würde ich sagen, gehen wir aggressiv vor und öffnen auch schon hier den nächsten Bereich. Ja,
X-Ray Machine. Ja, sind beide nicht in der besten Verfassung. Ja, hier sieht man natürlich, sind auch mittlerweile zu viele Leute, die hier warten müssen. Also da werden wir einfach in der Zukunft realisieren müssen, dass wir die nicht alle... Weißt du was? Wer von euch ist wirklich schon kurz vorm Sterben? Die müssen da alle rein. Deswegen meine Überlegung ist... ich kann die nicht mal wegschicken. Oh, great. Super, damit hatte ich beim letzten Mal schon zu kämpfen. Also bitte eine Stunde, wo ich alleine gespielt habe. Und das Fiese war, dass wirklich einer sich für super lange Zeit versteckt hat. Ach, verdammt. Was ich nicht gebrauchen kann, sind irgendwelche Geistersachen. Und was ich auch nicht gebrauchen kann, ist Dichter. Oh, hätte ich ihn wegschicken dürfen? Nope, hätte ich vermutlich nicht. So, zum Beispiel bei dem, wenn wir mal sagen, Treatment. 57-99%. Das Problem ist, ich darf Leute nicht wegschicken. So, wo ist der Geist? Vor dem die Leute jetzt hier alle wegrennen. Deswegen, das macht es wirklich ein bisschen problematisch. Du bist einer. Und weil du von unten kommst... Weiß nicht, ist der sauer? Brainwashed. Brainwashed by the Orb Foundation. Moment mal, was bist du denn? Achso, ich müsste vielleicht dann natürlich die Augen offen halten auf jemanden, der ebenfalls so rennt. Ja, hier, du bist einer. Genau, also du hast keine Aussage in der Hinsicht. Oder hast du die jetzt bekommen? Nee. So, wie viele? Vier noch. Was ist denn, dass der da von da unten kam? Ich weiß nicht, ob da wirklich eine Logik dahinter ist, ob die wirklich in einem gewissen Punkt spawnen und dann sich so ausbreiten. Und ich meine jetzt nicht nur von dem Laufen her. Oder ob die wirklich einfach zufällig Leute das Ganze geben. Genau, hier zum Beispiel ein neuer Diagnoseraum fehlt. Dementsprechend wird auch da der neue Bereich ganz wichtig für uns werden. Okay, du bist hier am Sprinten. 13, the hell. Deswegen, das muss eigentlich fast hier sein. Okay, du bist definitiv eine Person. Du bist eine Person. Du bist jemand. Das gilt auch für dich. Okay, dann haben wir zwei weitere. Also hier ist definitiv ein Bereich, wo viele vorkommen. Da eher weniger. Ich muss definitiv aufpassen. Denn logischerweise eine Sekunde, in der es mehr als 13 sind, ist Ende im Gelände. Okay, der hoppelt die Hopp da nur entlang. Das hat erstmal nichts zu sagen. Du? Yes, du. Okay, der hat einfach nur irgendwas. Dich in Blau will ich am liebsten gleich wegschicken. Geht's dir eigentlich, Arzt? Das Ding hier unten gucken ist schwachsinnig, ich weiß, aber ab und zu existiert immer die Möglichkeit, dass vielleicht da einer sich doch befindet. Hi! Also ich glaube, die Wartezeiten sind extremst reduziert worden. Hooray, was ich jetzt überhaupt nicht hier brauchen kann. Das ist aber echt gut. Also, dieses Krankenhaus läuft mittlerweile. So, ebenfalls sollte ich eigentlich gucken, dass ich irgendwann hier die Leute bekomme. Entsprechend lasse ich mal so ein paar Leute rausschmeißen. Hier müssten wir eigentlich auch die Augen offen halten. Scheinbar funktioniert es aktuell, selbst mit dem Training
Genau, und jetzt müssen wir hier das Ganze so nach und nach ebenfalls wieder abarbeiten, oder? Ja. Wenn wir wirklich immer nur zwei gleichzeitig arbeiten lassen müssen. Oder können. Müssen. Wir können nur zwei zum Training schicken, damit zwei weiter stets die beiden Stationen überarbeiten können. Ja, das ist das Problem. Immer wenn man zu diesem letzten Paar kommt, der läuft einfach nur schnell. Genau. Das ist immer diese eine Person, die einfach nur schnell laufen kann. We'll leave soon. Sonst beobachten, ja. Weniger interessant, weniger schön. Dass ich nicht diese letzten... Warum ist da unten immer noch keiner? Jetzt muss ich natürlich auch hier wieder erstmal suchen. Auch wenn ich da so einige Leute habe, die es überhaupt nicht können. Das Problem logischerweise, wenn die nicht normal laufen oder wegrennen, kann ich nicht sehen, wie die laufen. Gott, wie weit der läuft. Come on, irgendjemand bitte mal am Joggen. So kannst du Geister, natürlich kannst du nicht Geister einfangen, great. Ich sehe das schon kommen, dass sie sich gleich wieder weiter ausbreiten werden. Ich keine Chance hatte. Oh, einer ist abgehauen. Great. Great. Das ist natürlich dann auch ganz super, wenn man die dann wiederum nicht... Da ist eine Person. Hi. Ja, die fragt mich aber halt wieder, wo war denn die Person die ganze Zeit? Meine Güte. Und uns erneut gucken, wer es kann. Ja, Stefanie, Explosion. Sorry. Auch wenn das scheinbar deine Spezialität auf dem Klo zu sein scheint. Ich brauche jetzt hier ganz kurz die Hilfe. Dankeschön. Aber das Fiese kann natürlich auch wieder sein. Die könnten einfach hier sich jetzt da drin befinden. Ich hätte keine Chance, da was dagegen zu machen. Nein, das Problem ebenfalls ist, ich müsste mich eigentlich darum kümmern, dass diese ganzen Leute, wo ich weiß von Anfang an, dass ich nicht behandeln kann, aktuell, oder zumindest aktuell nicht behandeln kann. So, rennst du? Nur ganz normal. Der hat nur seinen Spaß daran, sich so zu verhalten. Sondern weil ich auch hier die Stuff Challenge einfach nicht schaffen werde. Leute werden einfach nicht befördert. Ich meine eigentlich, dass ich mittlerweile relativ gut geworden bin, die zu finden, aber es wird mir aktuell nicht gegönnt. Deswegen, die Personen müssen irgendwo sitzen oder drin sein, also behandelt zu werden und können sich dementsprechend vor mir verstecken. Der ist aber nur schnell unterwegs. Deswegen, die Logik ist natürlich immer hier gerade bei den größeren Bereichen Augen offen zu halten. Aber das ist halt natürlich auch dadurch, dass zum Beispiel... Nee, to wait, vielleicht jetzt mal... muss man einfach überlegen, irgendjemanden da einzustellen, der dann halt das erlernt. Aber das Problem ist, wenn ich jemanden nehme, der das erst erlernt... Brauche ich eigentlich schon fast einen zweiten Slot hinterher, damit der dann auch wieder Treatment schon kann. Also jemand mit Treatment und der Qualifikation, oder die Qualifikation als Mindesten, ja schon mal ein Anfang. Wann das Böse ist, das zieht sich auch super lang hin. Also ich habe wirklich... Die große Frage ist, was passiert, wenn jemand, der infiziert ist, irgendwo in Behandlung ist? Dann sagen wir mal wirklich, die liegt halt jetzt hier. Kann die in der Zeit wirklich niemanden anstecken, weil so lange, wie sich das jetzt hier schon hinzieht, fühlt sich das auch wirklich so danach an. Beziehungsweise...
Nope, ist auch kein Doktor oder ähnliches. Noch nur eine Person. Refuse to pay? What? Hab ich das richtig gesehen? Refuse to pay for the ward. Was hattest du? Lazy Bones. Na, vielleicht ist es denen mittlerweile zu teuer. Wo man natürlich sagen muss, ich habe einige Sachen, die wirklich günstig sind. Okay, 10% Aufpreis ist natürlich eine Frechheit, dass sie da schon durchdrehen. Wenn ein Krankenhaus das 99% Reputation hat. Ich gehe wirklich davon aus, dass der irgendwo hier bei den Wards legen muss. Very bored, das Schlimmste von allem. Nicht die Krankheit. Meine Angst ist einfach nur, dass der irgendwo anders ist. Dann meint rauszupoppen. Und mehr Leute infiziert. Okay, wir müssen trotzdem im Auge hier weiterhin auf das Zeug halten. Das Problem ist wirklich, wenn ich denen das beibringe, können die nichts anderes außer nur diese eine doofe Sache. Und das ist mir zu wenig. Oh, hey, hi. Oh boy, und jetzt haben wir auf einmal richtig Minus gemacht. Meine, Geld haben wir noch, so ist nicht. Mal einen Monat hier schlechter dabei zu sein. So, ist eine der Personen im Ward vielleicht mal bereit, irgendwie hier mitzumachen? Okay, das können wir immer gerne mitmachen. Unser Hotel, Hospital Attractiveness ist gefallen. Das liegt vermutlich daran, weil das Ding hier hinten jetzt... Oh, warum hat das Ding ein Loch in der Mitte? Come on, das wäre so schön gewesen. Mal endlich so ein... Wie gesagt, dieses hier ist richtig gut, weil es ein richtig großer Chunk ist. Und man selber entscheiden kann, was da reinkommt. Ich meine, das bleibt dabei. Der muss hier oben irgendwo sein. Man sieht auch, dass das geht auch nicht nach oben oder ähnliches. Das ist einfach meine Frage, wenn hier jemand rausgeht und nicht erfolgreich behandelt worden ist oder sogar erfolgreich behandelt worden ist, ob der dann trotzdem sich so verhalten würde. Und einer von euch am Sprinten? Nope. Also ich muss trotzdem halt hier mich umgucken. Das ist natürlich schön, dass hier so ein Clusterfuck passiert und ich nicht daran vorbeikomme. Also ich meine, wir müssen wirklich überlegen, dass wir nicht nur hingehen und mehr GPs bauen und damit auch mehr Doktoren dafür brauchen, sondern dass wir vielleicht auch überlegen, diese ein bisschen aufzubrechen. Wo ich dann wieder überlege, wenn wir mehr von denen hätten, was wir dann wiederum dafür hier hinsetzen würden. Denke, das würde nämlich auch nicht viel mehr bringen. Das ist aber auf jeden Fall das Problem. Dass das nämlich hier nur so ein... Am liebsten würde ich fast sagen, wenn man die hier miteinander tauschen könnte, hätte ich das am liebsten sogar gemacht. Das Problem ist, die Leute müssen nämlich erstmal dahin gehen. Und vielleicht würden die das von hier unten oder da auch tun. Aber ideal ist es für mich persönlich nicht. Das ist für mich einfach so der Eingang. Weil das erste von denen ist. Wir müssen hier definitiv wieder was mit dieser Situation tun. So, das sind DNA-Leute, ne? Genau. DNA und 8-Bit. Wenn wir jetzt auch noch die Leute kriegen würden, dass wir da was machen könnten. Ich will aber nicht einfach nur halt Geld ausgeben, damit dann zwei Leute sich da halt da hinsetzen könnten. Aber vielleicht ist es das Richtige. Und zwei nimmt da reinschmeißen und dann gleich halt dafür behandeln mit Genetics. Ich
Vielleicht wird es jetzt hier wieder so eine Situation, wo wir einfach damit leben müssen, dass diese Leute am Anfang erstmal alles abschlachten, was ihnen in den Weg kommt. Beziehungsweise vielleicht unsere... Dann mache ich auch wirklich jetzt hier gleich beide. Beziehungsweise vielleicht die Maschinen, die wir jetzt hier upgraden, dass die vielleicht den Unterschied machen. Mache ich auch gleich hin, nehmen wir mal 30.000 hinterher aus. So, ihr beiden geht da gleich rein, das ist wunderbar. Dementsprechend, ich bereite euch jetzt hier darauf vor, dass ihr dann automatisch zu dem einen Beruf hingeht. Wenn ihr den erlernt habt. Das hat nochmal hilfreich sein. So, und... Und... Ja, warum gebe euch die ersten paar Namen, die mir jetzt in den Kopf kommen. Wenn ich die andere Person jetzt auch noch finden würde. Wunderbar. So, dann seid ihr beiden für die Zukunft dort zuständig. Da kommt jetzt einer, aber der ist doof. So, würden wir vielleicht irgendwann mal die Chance bekommen, dass wir auch diese letzte Person mit dieser Jogger-Sache bekommen. Man müsste hier überlegen, irgendwie noch einen zweiten dahin zu setzen, damit zwei Leute das machen könnten. Mein Problem ist nur, dass ich nicht unbedingt den Platz dafür habe. Die so hinstellen, aber alles nicht genug Platz für. Ich meine, ich mach's jetzt mal ganz kurz. In der Hoffnung, dass es das irgendwie tun könnte. Und dann werden wir das Ding vielleicht gleich irgendwie anpassen. Vielleicht ziehen wir das Ding ganz groß ein bisschen nach vorne. Und dann hat sich das. Okay, heute haben wir wieder Plus gemacht. Sehr gut. Aber ich frage mich trotzdem. Wo wirklich diese allerletzte Person sein kann, weil ist ja auch nicht so, als würden die hier unendlich lang drin gefangen sein. Oder zumindest hofft man sich das. So, da ist die Person. Die beiden würden ja auch Pause einlegen, also so ist auch wieder nicht. Nice, immerhin. Deswegen, mir ist eigentlich erstmal nur wichtig, dass wir versuchen, den Wert zu erreichen. Und alles danach, nice, kann man dann meines Erachtens relativ schnell rausprügeln. Dass ich den nicht sehe. Dass der nirgends aufpoppt. Deswegen, der war auch schon vorher einmal ausgetauscht worden, oder? Ich meine, ich habe mal auf den draufgehalten, so als, oh, das könnte der ja sein, weil der hier vielleicht schon länger drin sitzt oder ähnliches. Ich meine, dass selbst die Person jetzt hier schon mal ausgetauscht worden ist. Aber das werden wir jetzt mal ganz bewusst hier beobachten. Die Person dann versucht jetzt auf einmal wegzusprinten. Ja, das ist immer noch doof. Nee, die läuft einfach nur gebuckelt weg. Das ist natürlich auch schön, wie die da alle anstehen, um durch die Tür gehen zu können. Hi. Sehr schön. Das war also wirklich jemand hier, der seit längerer Zeit hier unterwegs war. So, wir haben das Ganze auf jeden Fall jetzt hier so ein bisschen besser wieder hinbekommen. Was bedeutet, wir werden hingehen. Obwohl die Idee ja eigentlich sein sollte, dass wir von nun an den Leuten helfen, denen wir bisher nicht helfen konnten. Lasst mich den Satz zu Ende bringen. Wir bräuchten ebenfalls mehr Ärzte, die den GP wieder spielen könnten. Aber ich denke, das werden wir mal ganz kurz machen. Das große Problem ist relativ offensichtlich mit diesem Gebäude auch wieder. Es passen 3x3 dorthin. Also die werden immer noch 2 über. Okay, das geht immer noch. So ist nicht. Wie man sieht, mit 14 kann man sogar einiges anstellen. Meine Frage ist, Reptation hier oben hinsetzen? Weil das ist ja dann wiederum hier das Problem, oder? Genau, hier will man eigentlich nichts hinsetzen. Und das zieht sich ja natürlich hier durch das komplette Ding durch, was extrem doof ist.
also eine richtige Länge zu haben, wo überhaupt nichts passiert, wohingegen hier unten man natürlich wieder mehr machen könnte. Jetzt setze ich das Ding wirklich hier oben hin und hoffe, dass die Leute irgendwie aus irgendeinem Grund dorthin gehen. Anders geht's meines Erachtens kaum. Genau, wenn wir das einfach wirklich hier so hinsetzen, dann haben die Leute die Möglichkeit, hier dran vorbeizulaufen. Und das wäre doch sehr angenehm. So. Genau, damit haben wir den Bereich. Wie gesagt, ganze Aussehenssachen machen wir später. Müssen natürlich auch hier so ein bisschen darauf achten, dass es dann hier nicht irgendwie zu warm ist. So, die große Frage. Die Länge nutzen, um weitere Räume zu machen, wie zum Beispiel X-Ray, also Sachen, die vielleicht ein bisschen größer sind. Weil wir wissen ja, Resolution Lab brauchen wir. Wo ich mich dann natürlich auch schon jetzt hier wieder ärgere. Vielleicht bewegen wir das Ding dort weg. Aber dann ist meine Frage. Also wir dürfen nicht vergessen, wir brauchen X-Ray. Wir brauchen nicht unbedingt einen Ausruhraum, den haben wir hier oben. Wir brauchen definitiv Toiletten. Meine Überlegung ist halt natürlich, dass man das wieder versucht, so ein bisschen zu klumpen. Oder meine Frage wieder ist. Warum ist da ein Problem? Das Ding ist kaputt. Okay. Wir haben zum Beispiel hier Popo-Pixer. Wir haben aber ansonsten nur Analysegeräte hier. Ob man nicht versucht, den Popo-Pixer von dort ebenfalls zu entfernen. Und ich wüsste meines Erachtens auch schon einen Ort dafür. Und zwar haben wir nämlich hier noch einen Bereich. Die große Frage ist, wenn wir das machen, was setzt man denn dann dafür dorthin? Was fehlt uns denn? Wir haben eine Pharmacy. Und da mittlerweile brauchen wir auch nicht mehr. Von dem, was ich so ein bisschen beobachten durfte. Das sind zwar regelmäßig Leute, aber nicht auf dem Niveau, dass man dafür zwei bräuchte. Man könnte überlegen, ein zweites Training dorthin zu werfen, aber wie gesagt, wir haben hier unten ganz bewusst diese Staff-Ecke. Und da würde ich eigentlich nichts dran machen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich denke, das geht so in Ordnung. Man könnte sogar überlegen, den Schwachsinn da wegzuschmeißen, weil da eh keiner hingeht. Wir haben Research and Marketing. Wir haben kein Café und das wird sich auch nicht ändern. Fluid-Analyse, da haben wir zwei hier. X-Ray und Megaskin sind ein Problem, weil sie zu groß sind. DNA-Lab ist mit 4 zu 3 ebenfalls ein Ticken zu groß. Gerade wenn man sieht, alle mit 3x3 und das steht dann hier eh schon so ein Ticken über. Das sollte man vielleicht dann nicht machen. Die Frage ist, ob man nicht sogar vielleicht einfach nur hingeht, das eine Ding hier rausnimmt und das Ding von dort oben darüber schmeißt und es dann dabei verbelässt. Ich denke, das geht sogar in Ordnung so. Das ist jetzt nicht der wichtigste, die wichtigste Anpassung von der Sache hier. Wenn ich jetzt auch noch das Ding drehen dürfte. Komm on. Das Problem ist, dass die Wand noch nicht existiert. Fällt sich das Ding relativ schwer dafür. So, dann machen wir das einfach so, so, so. Schmeißen das Ding hier irgendwo in die Ecke. Von mir aus so. Gut. Damit haben wir hier eine Logistik-Sache meines Erachtens angepasst, die relativ wichtig war. Aber relativ wichtig ist vielleicht das falsche Wort, aber das schon hilfreich war. Dann bringen wir das hier noch so um die Ecke herum. Achten auf, dass es hier weiterhin kühl bleibt. Ja, hier hinten ist einfach so schade, weil man da wirklich nichts machen kann. Vielleicht kann man da wirklich in der Zukunft einfach nur irgendwelchen Blödsinn hinwerfen. In der Hoffnung, dass es das tut. Oh wow, so viele Marketing-Idioten. Aber weißt du was, ich stelle einfach mal dich dahin. Und dann werde ich dich vielleicht tatsächlich in der Zukunft einfach mal ausbilden. Okay, wir haben gesagt, wir brauchen dringend... Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, über die ganzen Videos, die wir jetzt hier bisher gemacht hatten, hatten wir eigentlich nur... eigentlich durchgehend Leute, die das brauchten. Und wenn wir da jetzt vielleicht in der Zukunft gucken, auch da mal ernsthaft uns drum zu kümmern. Haben wir hier eine weitere Geldquelle. Und vor allem auch hier für Curate vielleicht, je nachdem wie das Ganze verläuft. Einen ganz weiteren wichtigen Punkt.
So, Problem ist definitiv, dass die Leute halt... Ah, interessant, man kann das Ding sogar hier so hinstellen. Dann machen wir das Ding auch sogar so. Ich weiß, es war jetzt hier ein bisschen merkwürdig, das eine zu kaufen und dann wieder wegzuschmeißen. Ah, das ist jetzt auch nicht so tragisch. Man sieht auf jeden Fall überall die Pflanzen hin. Es ist extremst nervig. Gebe ich offen zu. Aber wenn es ernsthaft der Moral aushelfen soll, dann bin ich da sogar bereit, das in Kauf zu ziehen. Ich habe sogar so ein, zwei Janitors hier mittlerweile eingestellt, deren Idee es einfach nur ist, na, vielleicht nicht nur Pflanzen zu gießen, aber halt nicht Maintenance durchzuführen. Weil ich aber das Gefühl habe, dass gerade Maintenance super viel Zeit beansprucht. Aber auch die überlegen könnte, das für andere Sachen zu reduzieren. Weil wenn man gerade sieht, wie Zeug hier auf den Boden geworfen wird, das ist nicht so häufig. Ich überlege immer noch, ob man das Ding nicht da trotzdem noch wegschmeißt. Okay, lass mich kurz überlegen. Wir brauchen noch einen Megascan. Lass uns die mal wirklich hier tauschen. Ja, das müsste auch in Ordnung gehen von der Position. So, und dann gehen wir auch gleich hin und sagen, dass das Ding geupgradet werden soll. Und jetzt brauchen wir wirklich vorher noch ein paar mehr Doktoren, die ernsthaft Treatment erlernen. Das heißt, wir werden dann auch gucken, wie Stout aussieht, um dann vielleicht auch mal eine Ladung an Ärzten diesbezüglich zu bekommen. Dann als nächstes, wenn wir hier schon aktiv dabei sind, yes, great. Wir brauchen eine Übersicht von GPs. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, der muss unbedingt, 7 ist mir zu wenig für 1, 2, 3, 4, 5, 6, eieiei. Da existiert ja wirklich keine Rotation. Okay, dann sollte ich aber auch gucken. Ja, hier müssen wir dann gleich noch Sachen hinstellen. Damit es auch dort kühler ist, dass die Leute da hinsetzen können, etc. Deswegen das Ding stellen wir hier wirklich, denke ich, einfach nur in die Ecke. Und dann auch, aber machen wir das so richtig. So. Weil da hinten soll fast keiner hingehen. Und so nimmt er wenigstens noch ein bisschen mehr von dem größeren, offenen Bereich mit. Denn logischerweise hier werden wir auch keinen GPs dann hinquetschen. Er ist ja weiter unten. Okay, dann haben wir hier die Möglichkeit, noch einen Megascan vielleicht in der Zukunft hinzustellen. Wo wir vermutlich von denen E2 brauchen. Also heißt vielleicht hier gleich einen noch daneben, falls Platz uns gegeben wird. Okay. Meine Frage ist, ob wir uns eine zweite Trainingssache erlauben sollten. Ich würde ihn natürlich liebend gerne irgendwo hinballern. Das Problem ist, dass das leider nicht 3x3 ist. Wo ich mich wirklich frage, wenn ich das Ding nehme, Ticken verkleinere und darüber verschiebe, dann könnte man nämlich sagen, man stellt einfach hier ein 3x3 daneben. Ja, ich denke, das ist richtig. Lass uns mal wirklich ganz kurz diese Dinger hier rüberziehen. Das Ding stellen wir irgendwo anders hin. Wo ist mir eigentlich wirklich Wurst? Dementsprechend machen wir es vermutlich einfach hier gleich hier unten irgendwo hin. Na, ich weiß, das brauchen wir ja eh. Das machen wir auch für die Sachen. Hier wäre schön, wenn man wirklich einfach wie bei einem ATS einfach drüber ziehen könnte. Wenn dann mehrere Sachen so markiert. Oh, hey. So, und das Schöne ist, ich lasse euch mal den Big Ben dort unten stehen, weil den vermutet ich ihr so oder so bräuchtet. Gut. Das Ding wird dann jetzt hier rüber verschoben. Ich gebe euch den Platz, muss euch aber einen Platz wegnehmen. Damit wir dann genug wiederum haben für diesen extra Raum. Bitte fragt mich nicht, wie die oder ob die Leute den Kaffee nutzen. I don't know. So, hier brauchen wir auch keine Bänke. Einfach weil hier hinten kein Schwein hingeht. Deswegen hier. Kümmere ich mich später darum.
Und es ist interessant zu sehen, nach unten ist schneller als nach oben. Achso, weil ich nicht ganz in der Ecke war. Alles klar. Wunderbar. Damit haben wir jetzt die 3x3 erzeugt. Haben weiterhin meines Erachtens genug Platz. Ich meine, ich kann ganz gerne noch einen Sessel hier hinsetzen. Und... soll es einfach tun, ist mir scheißegal. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Kältetechnisch ist vermutlich jetzt hier tatsächlich zu kalt. Das heißt also, auch das Ding werden wir für hier unten recyceln. Wie auch immer. Jo. So. Und jetzt gehen wir hin und bauen das Ding erneut. Und das Wichtige ist jetzt, hier bauen wir es wirklich erneut. Denn... hier ist ja wirklich egal. Hauptsache, das Zeug funktioniert. 1, 2, 1, 2. Da können wir nicht noch einen hinzuwerfen. Es geht in Ordnung. Der Witz ist ja, dass wir halt einen haben, wo vielleicht mehr Leute drin machen können. 5, okay, in dem sind es 4. Kann man es so machen. Dann gehen wir noch hin, schmeißen von mir aus noch ein paar von denen hier rein. Das machen wir bei dem auch gleich mal, würde ich behaupten. Great. Muss auch noch einmal hier irgendwo hinkriegen. Yes, sehr schön. Dann sind die Dinge auch gleich nochmal ein bisschen besser mit dabei. Obwohl ich noch gucken muss, ich muss irgendwo das Standgebläse-Ding dahin schmeißen, aber das geht vermutlich auch noch gerade so gut hier. Yes, sehr schön. Okay, und dann sollten wir ebenfalls eine weitere Sache noch machen. Das geht für beide von denen. Dass die Leute dort drin sein möchten. Wieder auch hier nicht sagen kann, wie die Logik da hundertprozentig ist. Sehr gut. So, weil das ist nämlich jetzt das Wichtige, dass wir dann wirklich versuchen könnten, noch mehr Leute auszubilden. Gerade wenn man jetzt hier sieht, oh, wir brauchen einerseits die Leute, die Treatment dann erlernen für die Zukunft mit in der Kombination mit Genetics, aber dann auch gleichzeitig die Leute für, was war das jetzt, für GP, genau. Gut, das war ein bisschen doof, dass sie jetzt mehr oder weniger nicht an der gleichen Stelle ihren Ausbildungspunkt haben, aber das haben wir jetzt Bewusstsein. So, wir fangen an. Wir werden es erstmal noch nicht übertreiben mit denen hier. Aber weil, wie gesagt, wir haben nicht das Personal dafür. Frage ist, brauchen wir ganz bewusst einen so? Und den Rest dann anders fertig? Oder machen wir das ganz bewusst so, dass die sich alle dort stapeln gefühlt? Was wir auf jeden Fall wissen ist, dass wir irgendwo gucken müssen, dass wir hier noch ein paar Getränkesachen hinschmeißen. Frage ist, was macht man hier mit dem kompletten Bereich? Am liebsten wäre mir aber trotzdem, glaube ich, dass wir hier die Getränke und hier die Getränkesachen aufbauen, dass sie sich da gerade eben, wo sie sich eh schon vermutlich auf den Füßen stehen werden. Gut, das muss jetzt ganz bewusst zu, dass dann nicht der eine, der jetzt hier gerade eben noch nicht hingehen muss, dann da sofort hingeht. Okay, machen wir das ganz kurz weiter. Da hinten können Leute schon ganz gerne hin, aber da müssen wir auch gucken, dass hier der komplette Weg jetzt bereits in Ordnung geht. Das sieht nach in Ordnung aus. Hier ist ein bisschen wärmer, aber ansonsten kommen die Leute dort auch hin. Wunderbar. So, eine Frage ist, die werden nach von oben nach unten abgearbeitet. Mache ich irgendwelche Nurses? Ist 4 von 6 in Ordnung. Die Dinger werden geupgradet, die werden geupgradet, okay. Es ist alles in Ordnung. Und kann ich leben. 75%. Also relativ lustig, das Gefühl zu haben, dass man heute wirklich vielleicht zum Ende kommen könnte. Wenn man jetzt auch hier schon mal ein bisschen anfangen würde, das Ganze besser aussehen zu lassen. Ist zwar noch ein bisschen grob natürlich gehalten. Wenn man es hier wirklich schaffen würde, dass den Leuten das immer so ein bisschen besser gefällt. So viele dumme Blumen. Holy shit. Können wir nochmal hier einen hinstellen. Ja, noch schön Platz. Noch mehr dummes Zeug einen entgegenzuwerfen. Hier hat man nochmal Platz.
Damit ja keiner sich hier irgendwie beschweren kann. Hinten wird der Platz nicht genutzt. Dann gehen wir natürlich hin und machen die dummen Kombos von... Was fehlt uns? Achso, ja, das DNA-Lab, das müsste natürlich auch demnächst mal fertig werden, ja. Drei Leute bereits. Treatment? Oder GPs? Die sind fertig. Ich würde sagen, wir machen zwei Treatment, ein GP. Nee, wir machen es andersrum. Denn ich glaube, dass wir bei weitem mehr Leute haben, die... Moment, wir brauchen mal ganz kurz... Wir brauchen mehr GPs, einfach um mehr Leute für die Reserve zu haben. Wir hätten hier jemanden, der irgendwo noch Level 2 erlernen muss. Wenn... Also wir sollten vielleicht gucken, wer ist denn aktuell nicht am Arbeiten, den wir jetzt hier ganz kurz hinschicken kann. So, Rally ist gerade... mit einer Pause. Und ist auch von der Energie ganz gut dabei. Gut. Gehen wir hin, machen die beiden als erstes zu GPs. Irgendwie noch gerade einen weiteren gesehen gehabt, der nichts kann? Nee, hat getäuscht. Wir müssen auch irgendwann gucken, dass wir unsere Researcher vielleicht verbessern. Aber das hat ehrlich gesagt Zeit. So, und jetzt warten wir mal ganz kurz hier, ob wir vielleicht nicht sogar noch eine weitere Person so kriegen können. Natürlich lustig, dass es nach Dr. Required in Research geschrien wird, obwohl kein Grund dafür gibt. So, wie sieht's aus? Das wird alles so langsam. Das Wichtige ist wirklich, wenn wir die hier haben. Die wir ja mittlerweile bekommen haben, ne? Das heißt, wenn das Ding fertig ist... Wird das von 2 auf 3 gebracht? Ja, ich glaube ja. So, das Ding ist gleich fertig. Das wird dann auch ganz wichtig, dass wir die beides meines Erachtens jetzt öffnen. Das eine ist vermutlich zu früh. Plus 50% Treatment Power. Shit, son. Los ist. Das ebenfalls. Ja, auf jeden Fall, das große Problem ist, dass man jetzt hier nebenbei weitermachen darf. Get wait. Hier irgendwelches extra blöde Zeug hinzuwerfen. Wir hoffen, dass irgendjemand das wahrnimmt. Und sich dann darüber freut. Deswegen, da hinten gehen zwar Leute hin, aber auch nicht wirklich, wenn man ganz ehrlich ist. Deswegen, das ist halt einfach so eine Sache, die ich persönlich eher störend empfinde. So, da hinten ist eine Person. Get to wait. Ich hoffe einfach mal, dass die Person das da irgendwie relativ rechtzeitig das hinkriegt. Kann man eigentlich, wenn ich sage, dass irgendwie... Ich weiß gar nicht, ob das so viel cleverer ist. Man es versucht irgendwie anders aufzubauen. Ich meine, hier kann man immerhin Zeug hinwerfen. Also man sieht hier auch hier schon in der Vergangenheit überall so ein bisschen aktiv diesbezüglich gewesen. Aber es ist halt wirklich so, man pflastert es überall hin, in der Hoffnung, dass es die Leute akzeptieren. Oder das System müsste man in dem Fall dann sogar eher sagen. Lass die Leute da einfach mitspielen. Geht hier hinten überhaupt jemand lang? Ja, ein, zwei Leute laufen hier entlang. Great. Deswegen natürlich, ich werde jetzt hier aufhören, das immer abwechselnd zu machen. So, dann mach erstmal eine Ladung von den einen und dann von den anderen. Maintenance announcement. Bins will become full. Promotion, yes. Mein Glückwunsch. Das Schöne ist immerhin, das bleibt so. Hopp, das Ding war also jetzt hier doch etwas länger noch in der Arbeit. Als ich dachte.
Kann man eigentlich besser filtern? Na, schade. Das wäre ganz cool, wenn man so wirklich sagen könnte, zeig mir das bitte nicht mehr an. Get away. Du bist mir bewusst. So, wie sieht's aus? Hier oben wird gearbeitet. Könnte einen von denen sich krallen, weil man in der Zukunft eh vorhat, die zu holen. Man sagt, der geht dann einfach wirklich nur... Moment, hier unten haben wir Leute, die noch ein bisschen angepasst werden müssen. Damit der ja keinen Blödsinn macht. So, und du arbeitest nur in den beiden Sachen, genau. Auf jeden Fall für die Zukunft jemanden. Ja, und irgendwann müssen wir gucken, dass wir die Person uns auch noch krallen. Ich weiß nicht, ob ich mehr Leute von... mit Diagnose-Skill bräuchte, aber deswegen... Lass es ganz kurz. Ich finde es beängstigend, wie wenig das dann hochkraxelt. Aber das Problem ist ja, ich will nicht irgendwelche doofen Springbrunnen hier hinwerfen, weil die Dinger sind schweineteuer. Wo ich immer noch denke, dass hier diese extra Dinger, ich glaube mit 4% pro Resolution Lab, get patient to wait. Und das vielleicht demnächst noch, oh hier ist es fertig, nice, open. Und wenn wir jetzt Pech haben, wird das Ding gleich sofort überrannt von Leuten, die da hin wollen. Dementsprechend lasst uns auch schon mal hier nochmal ein paar Sitzflächen bieten. Was ist das? Das ist einfach nur Reduce the Thirst. Accuses, das brauche ich auch nicht. Trophy Case. Mein Problem mit den Trophy Cases ist, dass die sehr groß sind. Ich meine, man könnte die immer vor irgendwelchem anderen Blödsinn verstecken. Kosten aber auch natürlich gleichzeitig sehr, sehr viel. Aber vielleicht ist das wirklich auch ein Weg zum Erfolg, dass man sagt, man nimmt nicht nur diese 50 Blödels, sondern wirklich diese größeren gleich, wenn man gleich weiß, man hat hier irgendwelche Ecken. Ich hoffe, da ist eine Logik dahinter. Wie man sich vorstellen kann, hey, X-Ray Machine, Level 3. Forscher haben es endlich mal geschafft, auch was hier zu gebacken zu bekommen. Shock Clinic 3, Recovery 3, Colorizer 3. Da brauchen die auch 5000. Dann machen wir die Shock Clinic weiter. Weil wir die eh schon angefangen haben. So, dann gehen wir mal weiter hier hin und schmeißen Geld aus dem Fenster raus. In der Hoffnung, dass es das irgendwie tut. Aber in der Hoffnung, dass es irgendjemanden interessiert. Increases Hospital Attractiveness and Room Prestige. Haha, würde niemals passieren, meine lieben Freunde. Ja, das sind sofort 8. Mit Antworten, ich gehe vermutlich gleich hin und baue hier nochmal einen weiteren irgendwo hin. Ja, natürlich gucke ich sofort wieder auf diesen einen Ort. Hm, da könnte ich noch was hinwerfen. Auch hier natürlich nicht wirklich perfekt genutzt, aber... Problem ist, dafür ist einfach kein Platz mehr. Das ist reine Treatment-Ecke, auch wenn halt das auch ebenfalls als Diagnose zählen könnte. Geht also in Ordnung. So, was haben wir eigentlich jetzt noch? Wir haben 7. Wir haben diesen lächerlichen 6er. Und dann war's das. Ja, das sind alles keine. Das heißt also, man müsste überlegen, den zu nehmen, wo man dann vielleicht sich auch wieder fragt, ob man die Dinger nicht dann ganz bewusst wieder nach unten verschiebt, in der Hoffnung, dass das in Ordnung geht. So, aber trotzdem, ich muss weiter hingehen. Und gucken, ob man die hinwerfen kann. Zum Teil muss ich die, glaube ich, einfach in die Mitte irgendwo reinwerfen. Einfach in der Hoffnung, dass es wirklich was tut. Hier machen wir eigentlich auch Sitzbereiche. Shock Horror. Heißt, die müssen alle dorthin. Dort, wo wir keine Sitzmöglichkeiten haben. Whoopsie daisy. Okay. Lasst uns das Ding mal anheben, so ein kleines bisschen rüber verschieben. Also dann wiederum die Dinger hier hinsetzen.
Da sind welche. Da würde ich ganz gern was anderes hinsetzen. Da geht das in Ordnung. Da haben wir gerade schon einen hingesetzt. Das Ding würde ich am liebsten auch einfach dorthin werfen. Das mache ich zum Beispiel nicht, weil ich das Gefühl habe, anders als zum Beispiel unten, dass da wiederum zu wenig Platz ist, falls sich das jemand wirklich anguckt. Super. Die Trophäen für den Scheißraum. Meine, solange das wirklich das Ganze so nach und nach oben bringt, hooray. Oh boy, hier haben wir wirklich viele, viele Leute mittlerweile. Das heißt, wir müssen eigentlich gucken. Meine, wir haben DNA Lab. Wenn das Ding auch noch fertig wird, haben wir nochmal mehr Sicherheit. Wir haben zwei weitere hier. Während die genau gerade fertig geworden sind. Ich denke, was trotzdem richtig den beiden Treatment zu geben. Man gibt mal den auch. Naja, braucht den nicht noch Genetics geben. Oder? I don't know. Okay, irgendjemand, der das Ganze schnell beibringen kann. Ohne sich dabei nervig anzustellen. Sind alle irgendwie doof. Ich nehme mal einen der Popo-Piekse, denn die anderen sind mir wichtiger, dass sie auch wirklich arbeiten. Und gegen die Popo-Piekse ja gefühlt überhaupt nicht arbeiten. So, wenn die dann sind. Wenn die dann arbeiten. Wo arbeiten die? Genau, die arbeiten dann wiederum in den. In den Treatment-Bereichen. Also hier mal schnell gucken. No, 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 no. Yes. Yes, das geht alles in Ordnung dann. Nicht wissen, was dein Problem ist. Short Temper unmotivated und Green Finger. Ich gebe auf jeden Fall hier lustig Geld aus. Was tut das eigentlich? Das reduces Boredom. Mehr Pflanzenarten. Reduces Hunger. Also, wer wirklich halt das Interesse daran hat, ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen, ist das vermutlich schick. Ansonsten vollkommen witzfrei. Genau jetzt brauchen wir auf einmal im Injection Room jemanden, ey. So, bye. Das Ding braucht leider noch mal ein bisschen länger. 10 Leute warten hier. Oh, 55.000 hier rausschmeißen. Ah, ich würde die Tür ganz gerne da oben hinsetzen. Damit wir den Raum so ein bisschen besser nutzen. Ist sogar so in Ordnung. Beinahe würde ich sogar sagen. Ah, muss jetzt so sein. Okay, und ich würde sagen. Setzen jetzt hier gleich zwei hin, die auch gleich öffnen. Genau. So, das Wichtige ist. Genau, hier setzen wir die jetzt durchgehend hin. Und dann sagen wir hier wiederum die beiden Premium-Dinger. Die mache ich mal ganz bewusst nicht direkt an die Ecke. Damit die da nicht gleich um die Ecke irgendwie zischen. Obwohl da vermutlich keine Logik dahinter ist. Dann setzen wir da einfach eine Blume hin, dass sie da wirklich einfach nicht dran vorbeikommen. Und das da. Hooray. Das ist ein Anfang. Jetzt müssen wir nur ganz schnell gucken. Kühle dort oben ist für den Hintern. Jetzt nicht mehr. Was wir auch brauchen, sind Toiletten. Haben wir eine 3x3-Toilettenanlage hier irgendwie am Start?
Habe ich nur 4x4? Da ist ein 3x3. Copy. Meine Frage ist, ob man da nicht sogar eine extra Toilette hin so sitzt. Warum nicht? Great. Oh Gott, jetzt haben wir hier wieder so die Rummelbuden. Gefüllt mit Leuten, die wir nicht brauchen. Okay, die beiden sind auch relativ zügig schon wieder fertig. Da wurde natürlich das Ganze schnell reduziert. Und das Schöne ist, die erste Person von den beiden hat hier sogar schon die Anforderung erreicht, um einen weiteren Trade erlernen zu können. Das heißt, wenn wir jetzt hier anfangen würden, Treatment zu machen, haben vielleicht eine Chance, dass die Leute es auch tatsächlich von nun an überleben. Jetzt müssen wir aber trotzdem aufpassen, dass wir trotzdem erstmal wieder ein bisschen Geld reinspielen. Wenn man sieht, Hospital Value ist mal wieder nach unten gearbeitet, oder hat sich nach unten gearbeitet. Nicht schön. Die Sache, die man überlegen könnte, ist, dass man das Ding dort hinten hin tut. Gerade mit diesen ganzen Ecken könnte man eigentlich arbeiten und dann da nochmal was hinschmeißt. Wisst du nicht was? So, das Ding ist fertig. Also, open. Noch hier nochmal ein weiterer Bereich, wo unser neues Personal dann gleich arbeiten gehen darf. Okay, meine große Frage ist ja jetzt natürlich auch gleichzeitig wiederum. Machen wir dann noch einen weiteren Teil für? Also ab einem gewissen Punkt ist es natürlich doof, wenn man einfach nur alles überspringt, aber gerade halt was die Herausforderung betrifft, ist es meines Erachtens extremst uninteressant. Ich zwei Leute wieder hier. Weil Hospital Value. Expanding, Earning, Increasing Overall Profits. Deswegen, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie das wirklich ansatzweise funktioniert, denn wir haben richtig viel Geld und gefühlt weniger als vor dem Sprung von Stufe 2 zu 3 oder 1 zu 2 so gesehen. Also ist nicht ganz klar. Ja, und Cure Rate ist meines Erachtens auch nur ein Wartespiel. So, jetzt fehlt natürlich hier eine Person. Das war zu erwarten. Heißt aber trotzdem, dass ich ganz kurz hingehen werde. Jemanden hier vorbereite. Der dann wiederum von dem aktuellen Arzt, wer es auch immer gerade war, das dann vielleicht sofort beigebracht bekommt. Die Frage ist, ob ich dem das nicht sogar sofort unterschieben kann. Mir ist so ein bisschen scheißegal, dass es die Person gerade eine Pause macht. Warum nicht? Also ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich jetzt hier diesen letzten Stern nicht wirklich interessant finde. Sondern vielleicht da wirklich einfach sagen, holy shit, hier sind viele. Dass wir wirklich einfach sagen, ich bringe das wieder mal alleine dann nach oben. Und dann können wir beim nächsten Mal nämlich sofort dann in das nächste Krankenhaus übergehen mit der Hoffnung, dass es dort vielleicht mal nochmal ein bisschen interessanter ist. Ich denke, war zwar ganz cool, was man hier an Krankheiten entgegengeworfen bekommen hat, aber hier war meines Erachtens eher die Herausforderung, einen gescheiten Anfang hinzulegen, anstelle von wirklich diese Herausforderung abzuarbeiten, um die Sterne zu erreichen. Ja, ich denke, das werden wir so machen. Aber gut. Und damit kommen wir für heute hier zum Ende. Sehr schön, hier wurde erfolgreich behandelt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und was haben wir hier noch schnell? Ja, das haben wir nicht geschafft, das war zu erwarten. Ja, der kann auch ganz gerne kommen. Denn jetzt müssen wir eigentlich auch hier wieder hinterfragen. Wir können DNA-Lab machen. Wir können DNA-Lab machen, wir haben Resolution-Lab. Das heißt, die beiden sollten jetzt alle kein Problem mehr sein. Die können wir machen. Und da frage ich mich auch gerade, ja, die kann man eigentlich auch hier wieder vorziehen. Weil gerade in den Bereichen, in dieser Art von Treatment, habe ich das Gefühl, dass die Leute... Oh, definitiv mehr GPs. Das Bitterböse ist, dass bereits hier jetzt genug Leute sind. Ja,
Das müsste eigentlich auch jetzt von hier an heißen, dass wir... Lass mal ganz schnell gucken. Mal hier so ein kleines bisschen Geld. Okay, also wir hätten noch Platz für einen weiteren. Den müssen wir aber jetzt schließen. Einen weiteren hier. Dann haben wir noch hier einen Bereich. Haben wir vielleicht überlegt, einen Megascan hinzuwerfen. Aber hier haben wir überhaupt keine Sitzmöglichkeiten für die Leute. Ich meine, wenigstens drei. Dann sollten sich alle so hinsetzen können. Ja, also ich würde aktuell sagen, dass ich das wirklich alleine wieder hier zu Ende spiele. Dann zeige, was in dem Brief zum dritten da oder zum letzten Stern dann dabei steht. Und dann gehen wir beim nächsten Mal auch schon wieder über zum nächsten Krankenhaus. Okay, ich komme zum Ende, bedanke mich und bis dann.